Hallo und willkommen zurück zu Vulkanoids. Und ja, ich habe mal ein bisschen das Internet durchforstet und tatsächlich habe ich es rausgefunden, wie es funktioniert. Denn wir haben ja die ganze Zeit überlegt, wie man halt hier die ganzen Sachen forscht und tralala, weil wir ja oben hier die, irgendwie die Raffinerie blablabla suchen müssen, den ganzen Krempel und alles. Und tatsächlich ist es so, man muss den Schraubenschlüssel auswählen und wenn man dann die Sache hier im Inventar hat, das muss man quasi, das ist ein Gerät, hier sieht man es jetzt, wenn ich das jetzt hinbaue. So, Produktionsmodulstufe 1 ausfahren. Haben wir. So, Raffineriemodulstufe 1 herstellen. Jetzt geht das. Jetzt können wir wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal behaupten, das herstellen. An der Werkbank, glaube ich. Hoffe ich mal. Ja, jetzt geht's. Seht ihr? Aktiv. Unten steht jetzt auch Produktionsmodulstufe aktiv. Man muss also quasi diese Sachen an das Schiff anbringen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man das hier noch irgendwie nutzen kann. Einschalten, ausschalten, genau. Wir können ja mal draußen gucken. Und wir sind noch über Tage. Noch haben wir Zeit, uns das mal eben anzugucken. Ist das... Ja, das ist das hier. Das ist das Modul. Okay, ich verstehe. Alles klar, weil das sind die Dinge, die wir auch gesammelt haben und so. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Folge das war. Und so schreitet das dann quasi voran. Das gehört alles zum Schiff. Das sind alles Sachen, die wir anbringen müssen. Gut, okay, aber egal. Wir müssen das jetzt herstellen. Machen wir das doch mal. So, geh zum Drillschiff-Frachtraum, klick auf Menütaste und nimm den Gegenstand. Raffinerie sehen wir. So, und jetzt steht oben auch Schraubenschlüssel auswählen. Warum war das vorher nicht? Oder habe ich es nicht gesehen? Ich würde gerne einmal unter Tage reisen. Einfach, weil wir es können. Ja, ja, ich repariere mal. Wir gehen da eh weg. Wo haben wir denn... Hatten wir nicht noch mehr Reparaturwerkzeuge? Ich meine, wir hatten doch noch... Hä? Hatten wir nicht voll viele? Na, hier sind die ganzen anderen Sachen drin. Pistolentechnologieturm. Anfangs Raffinerie aufwerten. Aufwerten. Keine Ahnung, wie man das nutzt. Egal. Ich repariere jetzt erstmal ein bisschen. 100, 100, 100, 100, 100. 100, 100, 100. Hä? Vulkanausbruch steht mir vor? Ja, aber wir sind ja eh oben. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Aber da unten ist irgendwas mit 99. Ich frage mich, was es ist. Das ist bestimmt draußen, ne? Kann das sein? Oder warte mal. Die Wand gewesen. Okay, alles klar. So, hier, Raffineriemodul. Alles klar. Hier können wir es nicht platzieren. Das ist die einzige Wand, die noch frei ist. Da platzieren wir das mal. Wir müssen natürlich auf unseren Energiehaushalt achten, ne? So, Auftrag unterbrochen. Auftrag wird nach dem Vulkanausbruch fortgesetzt. Okay. Bleiben mit dem Drillschirm unter Erde. Ja, klar. Zum Anzeigen Erzvorkommen gehen. Haben wir hier. So. Ich würde mal eben... Bam! Ich würde mal eben einfach mal, mal eben das alles so reinpacken im Frachtraum, weil dann haben wir alles. Wir haben so viele Plätze hier noch, Lagerplätze, ne? Wir müssen mal gucken, vielleicht da an der Wand würde ich vielleicht erstmal den wegnehmen. Denn, huch, vielleicht können wir da an der Wand ja irgendwie noch ein Modul platzieren. Warte mal, nein, ich wollte Frachtraum. Vielleicht den Schrank einfach mal hier drin platzieren, dann gucken wir mal. So, an die Oberfläche fahren. Jawohl, das machen wir doch direkt. Jetzt haben wir wieder eine halbe Stunde Zeit. Und jetzt habe ich das so ein bisschen verstanden, wie das funktioniert. Es muss also alles auch am Schiff angebracht werden, damit das funktioniert. Und das braucht natürlich dann auch Energie, wo wir dann haushalten müssen. Damit wir schauen müssen, dass das alles funktioniert und alles. Okay, das ist wichtig. So, Kern...
Kupfer rum. Achso, herstellen. Wir haben doch welche. Wir brauchen doch keine Kupferwaren her. Wir haben doch welche. So, kontaktierende Ketten für ein Drillschiff-Funkgerät. Aber warte mal. Okay. So, Explore the Basement. Kraftwerk. Bevor weitere Fortschritte machen kannst, musst du genug Kohle sammeln, um Drillschiff-Systeme anzutreiben. Kraftwerke nutzen Kohle zur Erzeugung von Energie, die für die gesamte Produktion, Veredelung und Forschung benötigt werden. Yo! Kupferbarren. Wir brauchen noch einen Kupferbarren. Haben wir. Wir müssen Kupferrohre, einen Kupferbarren noch herstellen. Kupferbarren waren wo? Ach nee, die werden ja Moment, Quatsch, ich bin nur so doof. Die werden ja geschmolzen. So. Ein Kupferbarren. Dann brauchen wir Kupferrohre und Platten. Die haben wir, glaube ich, auch noch. Wir brauchen aber noch Platten, ne? Die stellen wir, glaube ich, hierher. Boah, ich muss erstmal selber so ein bisschen den Überblick behalten. Sechs Kupferrohre. Wir wollen also im Frachtraum platzieren. Warte. So, klicke auf die Menüstation. Klicke auf die Menütaste auf Station Wild Production. Wähle Registrierkarte Modul. Das ist hier. Und dann müssen wir herstellen. Hier. Kohlekraftwerkmodul. Drei Stück. Okay, wir sollen drei herstellen. So, zum Frachtraum. Klicke auf die Menütaste und nimm die Gegenstände. Okay. Schraubenschlüssel. Alles klar, aber wo platzieren wir die jetzt? Auch können wir sogar hier oben platzieren. Das ist ja super praktisch. Einmal, zweimal, dreimal. Das sollte für den Moment ausreichend sein, aber wenn du weiter die Produktionsmodule erweiterst, musst du sicherstellen, dass du weitere Kraftwerke hinzufügst. Wenn du ein Glockengeräusch hörst, bedeutet das, dass ein Drillship wenig Energie hat. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Die Energie geht übrigens runter, ne? Uff. Weil, warum? Wir haben Kohle. Kontaktiere den Captain. So, Drillship-Segment installieren. Der Platz im Drillship wird knapp. Stelle ein Segment her und installiere es, um das Drillship zu verlängern. Ja! Juhu! Wir können es endlich verlängern. So, meine Frage ist jetzt... Kann ich... Was? Wie funktioniert denn das jetzt hier mit dem Kohlekraftwerk? Nein, an... Ah, der produziert selber dann jetzt die Energie. Das ist ja mega. Gut, wir brauchen noch Kupferbarren. Oh, ich will jetzt unbedingt erweitern. Das ist ja supi. Wie brauchen wir denn? 15. So, haben wir. Jetzt brauchen wir noch Schrauben und Platten. Die haben wir bestimmt nicht mehr, ne? Doch, Schrauben haben wir noch. Jetzt brauchen wir noch Kupferplatten. Ich weiß gar nicht, was wir mit dem Kupferschrott anfangen können. Oh je, dafür brauchen wir Kupferbarren. Da müssen wir jetzt gleich welche herstellen. So, warte mal. Haben die noch gereicht? Das reicht noch. Ja! Klick auf die Menütaste. Lalalala. So, hier herstellen. Und dann auf... Aufwertung. Ach, hier wird das gemacht für Verlängern. Zusätzliches Drillship-Segment. Ein längeres Drillship benötigt eine stärkere Dampfturbine-Segmente, können nur unterirdischen zugefügt werden. Also müssen wir erstmal abtauchen. Das machen wir doch direkt mal. Aber wieso können die nur unterirdisch, okay. Was ist das denn hier? Geerdeter Bohrer? Geerdeter Drillship-Bohrer erlaubt es, Weichsteine zu durchqueren, zum Installieren in das Feld für den Bohrverbesserung ziehen. Verstärkter Rumpf, verstärkter Drillship-Rumpf, mittlerer Schutz vor Schaden. Cool. Drillship-Kern, Drillship-Basiskern für kleine Drillships im Feld für Kernverbesserung installieren. Drillship-Override-Core. Warte mal. Das ist ja quasi dann die... Ne, Moment. Hier. Hier muss das dann rein. Und ich habe mich mal gefragt, wofür das ist. Alles klar.
das ist also quasi dann die Übersicht der Aufwertung Blaupausen, die wir jetzt gerade haben, Stufe 1 und so. Und das Segment bauen wir jetzt und fügen das wahrscheinlich dann hinzu, ne? Ach so, wir müssen doch an die Oberfläche. Toll. Aber hä, es stand doch gerade, wir müssen... Hä? Wähle einen anderen Ort aus. Was? Was für einen anderen Ort? Warte mal, wo ist die Karte? Wir haben noch eine Karte gehabt, oder? An die Oberfläche? Geht nicht. Also müssen wir uns irgendwo was suchen, wo wir an die Oberfläche kommen. Toll, jetzt ist da ein anderes Drillschiff hingefahren, oder was? Klar, wir können die Sachen mitnehmen, aber... Fuck, jetzt weiß ich gar nicht. Heiß, heiß und fertig. Da, der Hafen. Juhu! Wir tauchen auf. So. Ich habe gedacht, man kann es einfach so herstellen. Aber das stand doch, es wird unter ihr, oder? Bin ich jetzt blöd? Segmente können unterirdisch hinzugefügt werden. Hä? Okay, dann... Sind wir oben? Ja. Herstellen. So, Frachtraum. Nehmen wir mit. Befehl, Drillschiff abzutauchen. Toll, jetzt fahren wir wieder nach unten. Großartig. Aber egal, dafür haben wir gleich ein verlängertes Drillship. Oh, ich freue mich. Das wird so cool. Das wird bestimmt richtig klasse. Endlich, endlich größer. Endlich in dieser Scheißkammer hier vergrößern. Weil dann kann man das ja auch ein bisschen ausbauen. Dann hat man ja auch wesentlich mehr Platz für gewisse Dinge und so. Das wäre endlich, meine Güte. Das hat aber gedauert, alter Schwede. So. So, unter Tage. Warte, bis das Drillship unter Tage gestoppt ist. Geh zum... Statikfenster und klick auf die Menüfläche. Wird mir gar nicht angezeigt. Wahrscheinlich wird's. Ist das hier? Statikfenster? Menüfläche und klicke im Rucksack auf die Segmentaufwertung. So, ich bin im Rucksack. Wahrscheinlich meinen die das hier, ne? Aufwertung. Damit installierst du das zusätzliche Segment. Aber wohin? Hier? Ist das jetzt hier einfach drin? Einfach hier reinziehen oder was? Ach, hier. Zwei Segmente. Kann ich noch eins kaufen? Oh, guck mal hier. Oh, wie geil. Warte mal, was ist denn da drin, bevor ich das jetzt abbaue? Nehme ich mal mit. Warte mal. Das baue ich ab. Oh, wie cool. Oh, wie geil. Alter Schwede. Oh, ist das ein Lagerplatz. Lecko funny. Und wir haben ja schon Böden gebaut, ne? Muss man ja auch sagen. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben ja Böden gebaut. Und, Alter, das heißt, wir können... Theoretischerweise können wir unsere ganze Forschung auch umbauen. Oder beziehungsweise unser ganzer Lagersystem jetzt ein bisschen umkorrigieren. Oh Gott, ich bin so fällig. Kann man das auch hier platzieren? Okay, hier zwischen kann man anscheinend nichts platzieren, ne? Nee. Das ist also nur ein Durchgang. Jetzt die Frage, machen wir hier jetzt dann... Forschung hin? Wir haben ja hier, ne? Pistolenturm, lalala. Weil ich würde das schon gerne ein bisschen sortieren jetzt. Das soll von mir aus ruhig hier bleiben. Das könnte zum Beispiel rüber. Dass wir das hinten vielleicht haben, aber hinten brauchen wir auch Abwehr, ne? Wenn wir nach oben fahren. Weil das wäre halt super, wenn man wirklich ein Lagersystem hat. Und nur... Kann ich die einfach... Ich kann die ja theoretischerweise einfach abbauen, ne? Ich bin hin und her gerissen, wie ich es mache. Es ist so... Weil Frachtraummodul brauchen wir auf jeden Fall da hinten definitiv. Das heißt, ich baue den erstmal ab. Plupp. So, lass mal gucken. Wie wähle ich das denn aus? Nein.
Ja, hier ist Storage. Ist dann oben auch? So, warte. Ich mach mal weg. Ja, nice. Okay, cool. So, haben wir hier schon mal den Storage. Oben wie unten. Wir haben ja auch irgendwo, wenn ich mich recht entsinne, im Storage, beziehungsweise in irgendeiner Kiste hatten wir, glaube ich, schon Bodenplatten irgendwann mal gebaut in irgendeiner Folge. Kann mich entsinnen. Hier, Kupferbodenplatten. Weiß noch nicht, ob wir da eine Leiter schon bauen können, aber das würde ich jetzt mal testen. Oha. Uff, was war das denn? Das ist eine Bodenplatte? Okay, können wir denn... Können wir denn Leitern bauen? Ja, Leitern... Oh, hier. Ah, ich habe einen Zunenboden gebaut. Oh, ich Esel. Okay, wir brauchen den hier. Das heißt, wir brauchen Kupferplatten. Kupferplatten. Ah, Kupferplatten müssen wir herstellen. Mal eben kurz gucken. Die werden hier hergestellt. Komponenten. Kupferplatten brauchen wir Kupferbarren. Dazu brauchen wir Kupfererz. Wow. Kupfererz. Nehmen wir mit. Legen wir im... Einfach in der Hand. Geht nicht. Das muss im Frachtraum liegen. Das ist halt irgendwie, finde ich, das ein bisschen... ist ein bisschen merkwürdig, dass das immer alles im Frachtraum liegen muss. So, warte. Weil jetzt geht's bestimmt, ne? Tatsache. Stell mal ein paar her. Können wir ja immer gut gebrauchen. So. Kein Material vorhanden. Ja. Ist ja gut. So, dann Kupferplatten. Brauchen wir jetzt dafür eine? Produktionsmodulstufe 1. Produktionsmodul, warte. Produktionsmodulstufe 1. Kupferplatten und eine Pumpe. Haben wir eine Pumpe? Ja, haben wir. So, warte mal, was brauchen wir jetzt? Okay, dann lass mich das mal herstellen. Pumpe, Produktionsdatenstufe 1. Produktionsdatenstufe 1? Hier, zweimal Pumpe. Uff. Ich glaube, das wird nichts, oder? Okay, pass auf, ich stelle jetzt erstmal die drei Kupferplatten noch her. Die wir hier herstellen. So. Gut, jetzt brauchen wir noch eine Pumpe. Die würde ich mal ins Lager packen. Ja, hier. Produktionsdatenstufe 1 haben wir sogar. Und 8 Pumpen. Alter! Ich glaube, das dürfte reichen. So, warte. Ja, nice. Zack. Aber haben wir das Modul nicht schon gebaut? Doch, hier ist es doch Stufe 1. Hä? Produktionsmodul Stufe 1. Warte mal. Pistolenturm. Warte mal, ich hab's nicht im... Aufwertung, Produkt... Hä, warte mal, was habe ich denn jetzt gebaut? Bin ich jetzt doof? Was habe ich denn jetzt gerade gebaut? Produktionsmodul Stufe 1 habe ich gebaut. Produktionsdaten Stufe 1 brauchen wir auch noch. Warte mal, haben wir... Aber das haben wir, ne? Produktions... Produktionsdaten, das gibt es bestimmt hier, ne? Hier, Stufe 1. So, jetzt müsste es gehen. Aber das haben wir doch, oder? Warte mal, Produktionsmodul. Wir brauchen Produktionsmodul Stufe 1. Ja. Ich bin da noch nicht so ganz affin mit. Warte mal. So. Aber ist das hier nicht ein Produktionsmodul Stufe 1? Wo ist es denn jetzt hin? Ach, wir müssen das aus dem Frachtraum rausnehmen, ne? War, glaube ich, so. Zweimal habe ich es jetzt sogar gebaut. Ich werde verrückt.
kann... Hä? Warte mal. Stufe 1. Das ist dasselbe. Warte mal, das kann auch... Keine aktiven Module verfügbar. Wieso nicht? Muss ich das... Ach, das geht nur an der Oberfläche. Ach so, lol. Ja, das muss mir auch mal einer sagen. Jetzt habe ich hier zwei Module umsonst gebaut. Kann man die irgendwie entsorgen?